Eine erfolgreiche Schlussfolgerung. Trotz der hohen Temperaturen war der Hang riesig und man muss den Organisator loben. Es war heute ein sehr cooles Rennen. Wird er in einer Nachricht der österreichischen Skivereinigung zitiert. Mit Blick auf die vergangene Saison hat Schwarz allen Grund, glücklich zu sein. Inzwischen hat sich der Österreicher Jahr 2223 einen Namen als Allrounder gemacht. Zusätzlich zu den beiden Weltcup-Medaillen in alpinen Kombination und im riesigen Slalom gibt es auch einen starken zweiten Platz Super-G beim Weltcup-Finale in Sulaua. Ski-alpine Stoffwert auf zwei Brettern Weltrekord im Speed-Ski Broken Update gestern um 12:29 Uhr. Sein Weltcup-Sieg im riesigen Slalom von Palisades Terho ist ein weiterer Höhepunkt der vergangenen Saison. Ortlieb feiert einen Doppelschlag. Für die Frauen durfte Ortlieb innerhalb von 24 Stunden über ihren zweiten Meistertitel anfeuern. Nach dem Gewinn der Abreise stimmte die Vorarlberg-Frau auch zum besten Österreicher im Super-G ab. Es ist sehr cool, die Saison wie diese zu beenden, sagte sie danach. Das könnte auch interessiert sein. Kriminaltrimmer im Slalom-Finale Braten holt Kristallkugel. Zehnhäus-Usern gewinnt Hunterstell-Thriller Schifrin feiert den 88-Weltmeisterschaftstriumph Ski-Alpin Schifrin und Odermatt auch das Hochflyer-Update 22.032.023 um 17:08 Uhr.